Liebe Community, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dr. Hart. Ich sitze hier wieder mit Freund und Kollegen Dr. Sinning, seines Zeichens internistische Doppelspitze, nämlich Hypertensiologe, also Facharzt für Bluthochdruck, und Lipidologe, also Spezialist für Fettstoffwechselstörungen. Und heute sprechen wir über die neuen Empfehlungen zur Behandlung der Hypercholesterinämie, auf Deutsch der erhöhten LDL-Cholesterinwerte. Und da gibt es ein paar ganz, ganz extrem wichtige Neuerungen, die auch Sie betreffen könnten. Also bleiben Sie dran. Hör auf dein Herz. Die Behandlung der erhöhten Cholesterinwerte gehört ja schon bislang nicht zu den beliebtesten Behandlungsverfahren in der inneren Medizin. Und jetzt gibt es ja nochmal neue Leitlinien, neue Empfehlungen, die da sagen, wir sollen das schädliche LDL-Cholesterin bei Hochrisikopatienten noch drastischer absenken, nämlich unter einen neuen Zielwert von kleiner 55 Milligramm pro Deziliter. David, wie kommt es jetzt zu diesen neuen, ich sag mal, noch ehrgeizigeren Empfehlungen? Ja, es ist wie so häufig in der Medizin so, dass immer, wenn auf einem bestimmten Gebiet neue Erkenntnisse gewonnen werden, die möglicherweise von Vorteil sind für unsere Patientinnen und Patienten, dass dann entsprechend neue Leitlinien geschrieben und veröffentlicht werden. Und so war es in diesem Herbst auch für das Thema der sogenannten Fettstoffwechselstörung. Und die ganz wesentliche Neuerung, die dort festgehalten wird, ist die Tatsache, dass die noch drastischere Absenkung des LDL-Cholesterins bei Patientinnen und Patienten mit hohem und auch sehr hohem Risiko, wie wir das nennen, einen Vorteil bietet für diese Patientinnen und Patienten, wenn es darum geht, zukünftig Ereignisse wie Schlaganfälle oder Herzinfarkte zu verhindern. Und kannst du ganz kurz nochmal in ganz klaren Worten sagen, was ist so ein Hochrisikopatient, der sollte sich jetzt da angesprochen finden? Ja, das ist im ganzen Wesentlichen derjenige, der schon mal ein sogenanntes kardiovaskuläres Ereignis hatte, also eine Patientin oder ein Patient mit einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt in der Vorgeschichte. Das sind eben aber auch diejenigen unter uns, bei denen ein ärztlicher Kollege aufgrund einer bildgebenden Untersuchung bereits Ablagerungen in den Arterien festgestellt hat. Also eine Ultraschalluntersuchung der beispielsweise völlig schmerzfreie Untersuchung, risikolose Untersuchung, die uns Aufschluss darüber gibt, ob das zum Beispiel erhöhte Cholesterin bereits zu Ablagerungen in den Gefäßen geführt hat. Und diese Ablagerungen sind eben ein ganz erhebliches Risiko für in diesem Fall einen Schlaganfall. Und das ist dann jemand, dem ich empfehlen würde, das LDL-Cholesterin auf diesen dann neuen Zielwert von kleiner 55 Milligramm pro Deziliter abzusenken. Nun hat man schon angesprochen, hat ja die LDL-Cholesterinsenkung mit Medikamenten, insbesondere die Statintherapie, keinen besonders guten Ruf, Stichwort Cholesterinlüge. Ich kriege das auch mal wieder in den Kommentaren vorgelegt, wird wahrscheinlich jetzt auch wieder passieren. Ist natürlich auch schwer einzusehen, weil Cholesterin ist ja ein körpereigener Baustoff. Ja. Wir brauchen es für unsere Steroidhormone, für die Sexualhormone, ist Bestandteil unserer Zellmembran. Ja. Wie kann man sich jetzt vorstellen, dass dieser Stoff auch einmal so schlecht sein soll? Also es ist völlig richtig, dass ohne Cholesterin das menschliche und übrigens auch das tierische Leben überhaupt gar nicht möglich wäre, denn jede Zelle braucht zum Erhalt ihrer Struktur das Cholesterin, und das ist nur einer von wenigen Aufgaben, die das Cholesterin in der Zelle übernimmt. Das LDL-Cholesterin muss man differenzierter betrachten, und das ist dasjenige Cholesterin, was wir in der Blutbahn messen und was nachgewiesenermaßen die Gefahr für Herzinfarkte und Schlaganfälle oder auch Durchblutungsstörungen der Beinarterien erhöht. Und zwar linear. Das bedeutet, je höher das LDL-Cholesterin, desto größer die Gefahr, dass dort etwas Entsprechendes passiert. Und auch der umgekehrte Weg zu sagen, je niedriger das LDL-Cholesterin, desto größer die Chance, ein Ereignis zu verhindern, muss klar betont werden. Insofern ist aus meiner Sicht die Sachlage bezüglich des LDL-Cholesterins völlig eindeutig. Das heißt, wir haben einfach hier einen unglaublich guten Hebel, an dem wir ansetzen können. Ja. Gleichwohl ist natürlich das LDL-Cholesterin nur einer von vielen Risikofaktoren. Richtig. Und es ist ja auch kein Ersatz für den gesunden Lebensstil, der immer im Vordergrund steht. Aber wir können eben einfach dort absolut ansetzen. Richtig. Und es ist auch völlig unstrittig, dass wir in vielen Fällen das LDL-Cholesterin auch nicht medikamentös reduzieren können. Ja. Natürlich ist das beste Beispiel sitzt vor dir. Also wie gesagt, ich habe durch Lebensstilverbesserungen über mehrere Monate, also Gewichtsreduktion, Sport, Bewegung, mein LDL-Cholesterin von 156 auf 108 abgesenkt, ohne irgendein Medikament. Also sicherlich sind wir uns, glaube ich, klar, unbedingt, dass der Lebensstil auch unabhängig von Cholesterin immer die Basis darstellt, weil man immer das Gesamtrisiko. Also da muss ganz klar betont werden, dass Medikamente in vielen Fällen nicht gleich der erste Weg sein sollten,
sondern der Lebensstil ganz im Vordergrund steht und sportliche Aktivität hast du genannt, entsprechende Gewohnheiten in der Ernährung müssen thematisiert werden, das ist ganz wichtig. Aber es ist eben so, dass bei Menschen, die schon mal einen Schlaganfall oder Herzinfarkt erlitten haben, das in aller Regel alleine nicht ausreichen wird, um das Risiko so zu reduzieren, wie wir uns das vorstellen, um dem Patienten auch zukünftige Ereignisse verhindern zu können. Das war's schon von unserer Seite. Uns hat Spaß gemacht. Wenn Sie noch Fragen oder Kommentare haben, immer schön unten reinschreiben in die Kommentare. Wir freuen uns jetzt über ein bestätigendes Like. Vergessen Sie auch nicht, meinen Dr. Hart-Kanal zu abonnieren. Bis dahin, bleiben Sie schön gesund.